Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich ja wieder hier aus dem schönen Tegernseer Tal, aus dem Jägerwinkel. Sie wissen schon, die Check-up-Klinik und natürlich auch Reha-Klinik. Hier gibt es alles rund um die Medizin. Ja, wir sind wieder beim Medizin-Talk. Ein bekanntes herzlich Gesicht, willkommen. Dr. Martin Marjanovic. Aber heute haben wir ein neues Gesicht, Dr. Sola. Es geht heute darum, um das Thema Haltungsschäden bei Kindern und Jugendlichen. Was läuft schief bei jungen Menschen? Sie selbst haben eine Sprechstunde für Kinder- und Jugendorthopädie im Marjanovic-Zentrum für Diagnose und Therapie. Ein ganz spannendes Thema. Ich habe mich schon mal so ein bisschen schlau gemacht. Das ist ja schon spannend. Herr Dr. Marjanovic, die erste Frage gilt Ihnen. Wann spricht man gerade von Haltungsschäden? Ja, man muss ja unterscheiden zwischen Haltungsschwäche. Das heißt, gerade bei Jugendlichen, wenn das Muskelkostüm im Längenwachstum, wenn das Langwachstum voranschreitet und das Muskelkostüm noch nicht im selben Maße ausgeprägt ist, dass einfach die Haltung schwach ist. Das heißt, die muskuläre Fähigkeit, den Körper aufrechtzuerhalten, richtig zu halten, fehlt, aber auch das Bewusstsein. Das ist die Haltungsschwäche. Und wenn das natürlich bestehen bleibt und nicht behandelt wird, dann kommt es zum Haltungsschaden. Das heißt, dass es echte Schäden gibt, die auch nachweisbar sind im Bild oder durch Untersuchungen. Und das muss man natürlich vermeiden. Sie haben, Herr Dr. Marjanovic, eine Studie zum Thema Haltungsschäden bei Kindern und Jugendlichen durchgeführt. Wie lauten da Ihre zentralen Erkenntnisse? Das ist natürlich eine Katastrophe. Je nach Alter, also wir haben einmal unsere eigenen Patienten ausgewertet, aber wir haben auch eine große Untersuchung am Luitpold-Gymnasium gemacht, wo wir 2/3 der Schüler untersucht haben und geschaut haben mit ganz einfachen Tests, wie stark ist die Muskulatur, was schaffen die überhaupt und wofür haben sie überhaupt Bewusstsein, sich aufzurichten. Das ist auch noch eine Sache. Es ist ja nicht nur so, dass die Kraft fehlt, sondern es geht auch darum, habe ich überhaupt das Gefühl, welche Muskulatur ich aktivieren muss. Und da waren 61% der Schüler hatten eine Haltungsschwäche und waren damit gefährdet für dauerhafte Schäden am Bewegungsapparat. Und was ganz fatal war, ist, dass je jünger die Schüler wurden, umso höher war der Prozentsatz derer, die eine Haltungsschwäche hatten. Das heißt, die Jüngeren haben sich noch weniger bewegt als die Älteren. Das ist ja ein Trend, den wir kennen. Und was natürlich auch schlimm war, das war 41% der Schüler waren übergewichtig. Mhm. Herr Dr. Sola, Sie sind ja natürlich da in Ihrem Fachgebiet. Sie arbeiten täglich mit den Kindern. Wie erklären Sie sich diese Entwicklung? Also wenn man sich das vorstellt, 61% der Kinder haben irgendwie irgendwann mal so einen Haltungsschaden. Das ist ja schon eine erschreckende Zahl. Ich denke, unsere Kinder bewegen sich einfach zu wenig. Es gibt Studien von der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, dass 80% der Kleinkinder eigentlich zu wenig Aktivität, Möglichkeit haben, teilweise auch. Und in unserer urbanen Gesellschaft ist es eigentlich so, dass die Kinder kaum mehr am Nachmittag rausgehen und rumtollen und spielen, sondern sitzen zu Hause. Und im Grunde liegt es daran, dass die Angebote an PC, Internet, Playstation sie quasi regelrecht zu Hause fesseln, ja. Und sie einfach nicht mehr an die frische Luft gehen und sich dementsprechend bewegen. Aber muss man da nicht auch mal ein bisschen über die Eltern sprechen? Also, dass man mal sagt, liebe Eltern, also passt da mal auf, denn es ist ja unglaublich, was da rauskommen kann. Ja? Also wenn das eben einfach über Jahre und dann später bewegt man sich auch nicht, Übergewicht etc. Herr Dr. Sola, wie ist denn da die Ansprache? Die Eltern sind natürlich immer auch Vorbild für das Kind und wenn sich die Eltern wenig bewegen, wird es das Kind auch nicht tun. Und es geht vor allem den Kindern die Möglichkeit zu schaffen, sich entsprechend zu bewegen. Und es fängt ja schon im Säuglingsalter an, dass man einfach ihnen die Möglichkeit geben muss, auch auf dem Boden zu krabbeln und sich zu bewegen, um ihre motorischen Fähigkeiten einfach zu entwickeln. Also auch so früh, also in unserer Generation ist man rausgegangen, Fußball gespielt, einfach den Ball nachgejagt. Das ist alles nicht mehr so der Fall. Sie sind Kinderorthopäde. Was muss man sich darunter vorstellen? Nun, als Kinderorthopäde befasst man sich natürlich mit dem gesamten Entwicklungsalter des Kindes, also vom Säuglingsalter bis letztlich bis zum Heranwachsenen und begleitet da die körperliche Entwicklung. Und es kommt durch gerade das Längenwachstum teilweise zu Muskeldysbalancen, die man dann durch entsprechende Diagnostik und Therapie ausgleichen muss und den Eltern da einfach auch an die Hand gehen muss, was sie mit ihren Kindern unternehmen können.
Was passiert denn da so, wenn jetzt so ein 14-jähriges Kind einfach so jetzt in einen Haltungsschaden wirklich mit quasi mit Vollgas reingeht, ja, weil eben keine Bewegung, man sitzt vorm Fernseher oder vor den digitalen Verführungen. Was passiert denn dann? Was kann da alles rauskommen? Ja, es gibt ja schon ganz früh Kinder in der Schule, die über Rückenschmerzen klagen. Einerseits, weil sie so schwere Schultaschen tragen, andererseits, weil sie eben überwiegend sitzen und durch das Längenwachstum einfach die Muskulatur verkürzt und sie Verspannungen kriegen an Rücken und Extremitätenmuskulatur. Und um das auszugleichen, muss man halt entsprechend auch Physiotherapie einleiten. Dr. Marianowitsch, Sie sind ja auch ein visionärer Arzt mit Ihrem Zentrum. Sie haben ja alles quasi unter einem Haus, auch hier im Jägerwinkel. Aber das sind ja erschreckende Entwicklungen. Also das habe ich jetzt gar nicht so noch irgendwo in bayerischen Medien gelesen. Absolut, ja, das sind ja erschreckende Themen. Ja, doch, das ist immer bekannter. Ich verstehe auch nicht, ich finde, da hat die Politik auch ein bisschen ein Aufklärungsbedürfnis. Also es wird zu wenig aufgeklärt, wenn man sich überlegt, welche Kosten auf uns zukommen. Wir werden immer älter. Die gerade Rückengeschädigten verursachen enorme Kosten. Wir wissen, es gibt immer mehr Rückenkranke. Es ist gerade von der Technikerkrankenkasse der neue Gesundheitsreport rausgekommen. Also es nimmt, die Zahlen steigen, die Krankheitsdauern werden immer größer. Und was wir vorher gerade gesagt haben, die Familie ist natürlich aufgerufen. Die Familie hat einmal eine Warnfunktion und dann hat sie natürlich eine Vorbildfunktion. Wenn sich die Eltern schlecht ernähren, weil sie beide arbeiten, was heute halt oft ist, und dann wird halt am Abend mal Fastfood gegessen oder nicht, dann werden das die Kinder nicht anders machen. Wir wissen ja, immer mehr Kinder bekommen auch Diabetes. Das hat natürlich mit dem geringen Bewegungsspielraum zu tun, den sie haben. Und die Eltern müssen auch mal auf ihre Kinder schauen. Einfach mal schauen, wie sitzt denn der? Wie geht der? Hängt der einfach rum? Da muss man Warnzeichen einfach erkennen, auf die Kinder schauen. Und man muss halt sich auch bemühen. Man muss halt mit der Familie was unternehmen. Man muss den Kindern Reize setzen. Wie sollen die, das gab es, glaube ich, eine Umfrage von Paderborn und von Augsburg, von den Unis. Und die haben halt die Kinder befragt. Die Kinder wissen ja gar nicht, welchen Sport hätten sie Lust zu tun, weil sie ja mit den Eltern schon nichts mehr machen. Und wenn die Eltern da nicht wirklich darauf achten und Vorbild sind, dann laufen die Kinder dauerhaft in Schäden an ihrem Bewegungsapparat und dann auch mit allen inneren Organen hinein. Dr. Sola, Sie haben ja auch Sprechstunden. Nehmen Sie sich da auch mal die Eltern zur Brust und sagen mal, machen Sie ja auch Vorträge, weil ich glaube, das ist ja etwas ganz Wichtiges, ja, weil das ist ja auch ein Thema, was dann irgendwann bei den Krankenkosten aufschlägt. Ja? Also wenn jemand so ein ganzes Leben lang mit Rückenproblemen da behandelt werden muss, ja, dann kommt da schon was zusammen. Wie wichtig ist da die Aufklärung? Meist sind die Eltern ja besorgt, dass ihre Kinder irgendwelche über Schmerzen klagen oder bestimmte Dinge nicht tun können, weil sie Schmerzen haben. Bei der Untersuchung fällt dann schon auf, wo die Muskulatur verkürzt ist und wo die Fehlhaltung und die Haltungsschwäche ihre Ursache hat. Aber wenn man dann die Eltern dazu anregt, das mal selbst mit den Kindern zu machen, ist meistens ein Achselzucken. Das haben sie noch nie gemacht, da haben sie keine Erfahrung. Und das möchten sie natürlich lieber in eine kompetente Hand geben. Und dafür ist dann die Physiotherapie sicherlich. Wie ist es denn bei Kleinkindern, bei Babys? Da gibt es ja auch oft diese Spreizhüfte. Also wenn einfach, das Kind wird ja heute untersucht, wenn es auf die Welt kommt. Also bei uns in Deutschland sowieso. Aber in anderen Ländern, wenn also da nicht gut geguckt wird, dann ist das ja ein Schaden, der wirklich durchs ganze Leben geht. Also ich glaube, dass bei uns der Standard dieser frühkindlichen Untersuchung der Hüftgelenke schon sehr gut ist, sodass also das frühzeitig erkannt werden kann, ob da eine Fehlentwicklung, jetzt auch Knöchernart, von Hüftgelenken besteht. Und die Behandlung muss natürlich erstmal in die ärztlichen Hände kommen. Das heißt, die Eltern müssen darauf aufmerksam gemacht werden. Das geschieht dann schon durch die Kinderärzte in der Regel. Und diese Abspreizbehandlung ist sicherlich das erfolgreichste Mittel gegen diese Hüftdysplasien. Aber wichtig ist schon, die Kinder also ganz früh zur Bewegung anzuhalten und ihnen die Möglichkeit zu geben. Zum Beispiel allein schon, dass oftmals die Eltern Angst haben, wenn die Kinder auf dem Boden krabbeln, dass sie sich da irgendwie mit dem Schmutz infizieren können. Dabei stärkt es eigentlich eher das Immunsystem und die Abwehrkräfte. Ja, ja, ja.
Dr. Marjanovic, ich meine, das sind ja schon Themen, die Sie wieder als ein Arzt, der einfach sagt, ich mache auch meinen Mund auf. Ja. Man hat kürzlich jetzt gesehen, in allen Medien, die Bild-Zeitung hat es angeschoben, Rücken. Also das ist ein Riesenthema geworden. Ich verdächtige Sie ja da ein bisschen dahinter, weil Sie schon vor zehn Jahren gesagt haben, hier ist was. Aber wie wichtig ist denn jetzt gerade bei diesen Haltungsschäden für Kinder die Aufklärung? Wie wichtig ist, dass man an die Politik geht, dass man auch mal sagt, hier, man braucht also auch Sponsoren, dass man einfach da mal den Finger hebt und sagt, liebe... Ja, ja, es gibt ja Initiativen. Also was gerade der Dr. Sola gesagt hat, das ist schon richtig. Die meisten kommen leider erst zu uns, wenn die Kinder über Schmerzen klagen. Und eigentlich ist es dann, es ist nicht zu spät. Wie klagen denn die Kinder? Wie klagen die? Ist das so ein Schmerz wie bei uns Erwachsenen? Sehr viele haben Nackenschmerzen. Ja. Man darf ja nicht vergessen, es wird immer mehr gesessen in der Schule. Ja. Dann Sport wird reduziert in der Schule. Sport wird reduziert, das wird als erstes. Da ist es eigentlich sollte man die Kinder anschauen, bevor sie Beschwerden haben und dann dahin gehen. Das heißt, und auch zum Check-up Sport zu machen. Ja. Auch ja, es gibt also, dass man mit dem Kind einmal sagt, ab wie vielen Jahren wert ist, wann müsste man da kommen? Eigentlich schon mit 8 Jahren. Mit 8 Jahren, ja. Ja. Und es gibt ja heute ganz harmlose, man braucht kein Röntgen, es gibt ganz harmlose Untersuchungen, die wir machen. Es gibt also die Wirbelsäulenanalyse, das wird rein mit Licht gemacht und da sieht man die Haltung, man sieht die Beinlängenunterschiede, die Beinachsen. Man kann beim Gehen schauen, wo sind die falschen Belastungen an den Kniegelenken, an den Fußgelenken, an den Hüftgelenken und kann dagegen steuern. Man kann die Muskelkraft messen und objektivieren und man kann, falls wirklich größere Störungen sind, die auffallen, haben wir auch einen Neurologen, der mal drauf schauen muss. Und natürlich, die Physiotherapeuten sind ganz wichtig, denn man kann viele dieser Übungen einfach erlernen. Und die Eltern müssten halt dann auch schauen, dass die Kinder gerade in der Zeit der Pubertät, wenn sie am schnellsten wachsen, das auch machen. Weil das machen die natürlich dann, das langweilt die, das, so viel Bewusstsein haben sie nicht. Und da sind die Eltern gefordert und nicht erst, wenn Schmerzen kommen. Was mich sehr, muss ich wirklich sagen, was mich sehr freuen, ist das falsche Wort. Aber die Technikerkrankenkasse hat die neue Studie herausgebracht und da gab es ja so eine Zweitmeinungspraxis. Das heißt, jeder, der eine OP-Indikation gestellt bekommen hat an der Wirbelsäule, durfte nochmal untersucht werden. Und was war das Ergebnis? Das, was ich eigentlich schon in meinem ersten Buch geschrieben habe. 80% der Operationen, die empfohlen wurden, waren eigentlich nicht indiziert oder überflüssig. Und natürlich ist das, was der Dr. Sola macht und was wir machen mit den Voruntersuchungen, soll ja genau das verhindern. Dass es nicht so weit kommt, dass die Bandscheiben kaputt gehen, dass es nicht so weit kommt, dass die Menisken kaputt gehen, sondern dass man vorher vorbeugt und dagegen arbeitet und die Leute nicht gefährdet sind, dass sie operiert werden müssen. Herr Dr. Sola, man spricht ja schon von einer Generation Haltungsschaden. Also das ist schon eine taffe Aussage, will ich mal sagen. Ich meine, da muss man doch massiv auch mal dagegen gehen. Ja? Wie schaut denn das so aus in Ihrer Kollegenwelt bei den Orthopäden? Also ich habe wenig gehört, dass man da, außer jetzt von Ihnen beiden, dass man da irgendwie, dass da etwas droht, was ja wirklich, sagen wir mal, ein Leben lang Schmerzen mitbringt. Ja? Das hat sicherlich auch mit unserem Kassensystem etwas zu tun, dass dafür viel zu wenig Zeit bei einem Orthopäden vielleicht ist, ein Kind so zu untersuchen, dass man genügend ihm auch Zeit lässt, weil Kinder zu untersuchen ist deutlich schwieriger als Erwachsene. Man kriegt nicht die Antworten wie beim Erwachsenen, wenn man gezielt fragt. Die haben oft Scheu vor dem Arzt. Aber im Grunde muss man die Zeit sich nehmen für die Untersuchung. Und die Kinder natürlich auch dann motivieren, eine Behandlung oder ein Fitnessprogramm mitzumachen, um dem entgegenzuwirken. Dr. Marjanovic, erschreckende Zahlen. Rückenprobleme führen, wie wir wissen, oftmals zu Arbeitsunfähigkeit. Volkswirtschaftlicher Schaden von rund 50 Milliarden Euro. 40 Millionen Arbeitstage fehlen. Also hat gerade die Bild-Zeitung groß aufgemacht. Ja, das war ja auch also ist ja erschreckend. Es ist ja erschreckend. Mit zunehmender Tendenz. Wenn Sie sowas lesen, was empfinden Sie da?
Ja, ich sehe natürlich die Folgen, ich sehe natürlich auch die Kosten für das System. Man darf ja nicht vergessen, Rückenschmerz oder generell Menschen, die chronisch Schmerzen am Bewegungsapparat haben, sterben nicht, verursachen für unser Gesundheitssystem. Das zahlen wir ja alle mit enormen Kosten, leiden aber. Man muss auch das Individuum sehen. Und wie Sie vorher gesagt haben, es gibt schon Bestrebungen, es gibt Organisationen, die sich zum Ziel gesetzt haben, einfach die Vorbeugung oder die Prävention in den Vordergrund zu stellen. Aber wir haben leider noch immer ein Kaskosystem. Das heißt, eigentlich fühlen sich die meisten Krankenkassen erst dann verantwortlich, wenn der Unfall passiert ist. Und es wird nicht die Inspektion bezahlt, sondern es wird das Ausbeulen des Kotflügels bezahlt, weil vielleicht die Bremsen versagt haben. Und da müssen wir weg davon. Und gerade bei den Kindern wird da viel zu wenig drauf geachtet. Es wird erst sozusagen der Kranke später behandelt. Und ich denke, man könnte, das ist jetzt auch einfach so eine Zahl, ich denke, dass man sicher weit mehr als die Hälfte der Kosten sparen würde, wenn man die Kinder anständig untersuchen würde, wenn man sie anhalten würde, wenn man für sie Programme hätte, wie sie zur Bewegung kommen. Ich meine, auch das Übergewicht, der Diabetes, das sind ja dann die Herzprobleme. Das ist ja ein ganz großes Problem und da wird viel zu wenig getan und auch viel zu wenig aufmerksam gemacht. Wann hören Sie denn da was in den Medien? Ganz selten jetzt. Jetzt kommt es, jetzt rollt es schon an. Aber jetzt muss ich schon mal etwas sagen. Ich meine, wir Deutsche, wir haben also Milliarden von Festgeldern auf Konten liegen. Ja? Also man muss doch auch einmal sagen, die Gesundheit ist mir doch auch ein bisschen was wert. Man kann doch nicht nur immer sagen, alles muss die Kasse bezahlen, sondern ich muss doch auch einmal sagen, jetzt habe ich mal den Antrieb und leiste mir einfach auch mal ein Check-up. Jetzt leiste ich mir einfach mal einen Top-Arzt, wo ich sagen kann, Der hilft mir, ja, der nimmt mir die Schmerzen, der nimmt sich Zeit. Und dieses alles über Kasse, das ist wahnsinnig wichtig, natürlich auch für Menschen, die das in Anspruch nehmen. Aber es gibt so Leute, die rechnen, also ich glaube, jedes Aspirin noch ab. Ja? Also wie sehen Sie denn das? Die Gesundheit muss einem doch auch was wert sein. Also ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, der Trend geht dahin, dass die Leute verstanden haben, dass eine gewisse Basisabsicherung natürlich da ist, aber dass man auch ein bisschen in die Tasche greifen muss, um die beste Medizin zu bekommen. So das kann der Staat alleine nicht leisten. Kann er nicht mehr aber leisten. Es ist ihm natürlich immer quasi suggeriert worden, mit deinen Beiträgen, da ist alles drin und da musst du nichts, das ist also voll alles abgedeckt. Und das hat sich so verfestigt. Und das wird auf Dauer in unserer älter werdenden Gesellschaft, man muss ja sehen, wir haben ja immer mehr Nettoeinzahler und wir werden auf Dauer immer mehr Entnehmer haben, weil wir Gott sei Dank alle älter werden. Und da wird einfach ein großer Teil dessen, was man hat, wird dafür hergenommen werden müssen, dass man sein Alter auch gesund Selbstzahler. Genießen kann. Man kann, und das ist ja auch die Möglichkeit, also so Top-Ärzte wie Sie beide oder wie Ihre Ärzte, das muss man sich dann auch im wahrsten Sinne des Wortes auch mal leisten können, weil Ihre Arbeit wird ja auch zum Teil über Kassen einfach nicht richtig honoriert. Das sind ja nicht nur wir, also jetzt ganz bescheiden, das ist ja auch bei unseren Kollegen, wenn man heute die Vergütungen sieht in unserem Gesundheitssystem, da würde kein Automechaniker würde dafür einen Schraubenzieher in die Hand nehmen. Ja. Ein Orthopäde in München für ein Quartal Behandlung, das heißt für 3 Monate Behandlung, bekommt im Durchschnitt 27 Euro. Und da denke ich, muss ein Umdenken stattfinden. Da muss man auch anstatt der Pizza auch mal ein bisschen was selber in die Hand nehmen. Dr. Sola, welche Tipps haben Sie für unsere Zuschauer? Wir haben viele Zuschauerinnen und Zuschauer, die haben Kinder. Was geben Sie den Herrschaften, unseren München TV-Zuschauern für Tipps, sodass man auch sagen kann, das ist das Richtige, wenn man sagt, was ich gerade mitgenommen habe, 8 Jahre, wenn das Kind alt ist, ein Check-up mal. Ja? Das sollte auf jeden Fall sein. Der ist schmerzlos, oder? Das tut nicht weh. Möglichst einfach auch in Zusammenarbeit mit dem Kinder- oder dem Hausarzt immer wieder fragen, ist alles in Ordnung und können wir vielleicht mehr machen, auch für die körperliche Ertüchtigung. Der Schulsport ist so gering, dass man einfach auch in diesem Bereich mehr anbieten muss. Aber wir empfehlen einfach, dass die Eltern mit ihren Kindern mehr unternehmen sollten, sie dazu anregen sollten und durchaus auch mal
eine Motivationsverstärkung, indem man eine gemeinsame Radtour macht und dann gibt es halt mal ein Eis danach als Belohnung und das wird dem Kind in Erinnerung bleiben, dass das Radfahren zwar anstrengend war, aber es das hat, Eis war auch gut. Das Eis war dann gut. Jetzt muss ich schon mal sagen, Dr. Maramec, reden Sie da auch mal mit der Politik? Haben Sie schon mal mit der Gesundheitsministerin gesprochen, mit Frau Hummel? Weil das sind ja doch auch spannende Themen, wenn man das einmal rüberbringt. Ja gut, ich habe ganz ehrlich, also bin kein Gesundheitspolitiker, habe auch nicht so viel Zeit, ich muss mich um die Patienten kümmern. Ich denke, dass ich schon ganz offen sage, was ich denke. Das war ja bei diesen ganzen überflüssigen Operationen, die bei uns stattfinden, habe ich mir kein Blatt vom Mund genommen. Ob ich jetzt die Zeit habe, das politische System zu ändern und ein Umdenken. Also ich denke, wir stoßen einiges an und dadurch, dass man uns hört, wird sich auch was bewegen. Das ist genauso, warum wir das jetzt sagen. Achtet auf eure Kinder, auch als Tipp, schaut sie euch genau an. Nehmt nicht einfach was, wenn euch was auffällt, geht mit denen. Wir haben da so ein spezielles Untersuchungsprogramm für Jugendliche und Kinder entwickelt, womit man das abklären kann. Schränkt ein die ausbördende Zahl, die jetzt die Zeit, die die Kinder an den modernen Medien verbringen. Beschränkt es, gibt die Reize, geht mit denen zum Sport. Man kann auch dann einfach Interesse wecken, wenn man mit denen Tennis spielt, wenn man mit denen Kajak fährt, wenn man mit denen schwimmen geht, hier auf dem Tegernsee aus dem Tretboot raus. Aber man hat eine Vorbildfunktion, das ist auch die Ernährung, das ist die Bewegung und man hat eine Hab-Acht-Funktion, wenn einem auffällt, dass da irgendwas nicht stimmt, dass der über den Onkel läuft, wie man schön sagt, oder dass er immer so drin hängt und die Eltern immer sagen müssen, du, jetzt steh doch mal aufrecht, dann ist vielleicht Zeit, dass man was unternimmt, bevor die Schmerzen eintreten. Ich habe kürzlich in der Innenstadt, sprach mich einer an auf dem Münchner Medizintalk und da sagt er, wissen Sie, was mir so gefällt an der Sendung, ja? Ihr geht so richtig rein, auch in die Sünden von uns Menschen. Ja? Ihr seid es nicht so, ihr beschreibt es nicht genau, wie das alles läuft, sondern ihr legt den Finger in die Wunden, aber ihr kommt auch mit guten Tipps. Und ich glaube, das ist glaube ich auch wichtig, gerade bei Kindern, dass man sagt, hier Bewegung. Ja, und ich glaube, man muss die Eltern da wirklich mal sagen, sie haben in jungen Jahren eine Stellwerkfunktion. Und auch eine Verantwortung. Und diese Verantwortung, da muss man halt auch das Kind, auch wenn es keine Lust hat, muss man sie halt mal dahin schleppen und auch ein paar Mal zum Physiotherapeuten. Es gibt ja Physiotherapeuten, die beschäftigen sich viel mit Kindern, die machen das auch interessant. Da kann man ja Spiele machen. Das ist ja nicht immer nur langweilig und ätzend. Ja. Man muss halt zu den Richtigen gehen. Sie beide, man sieht, Sie halten sich fit. Ja. Wie wichtig ist bei Ihnen Bewegung? Ja, das ist Lebenselixier. Laufen Sie oder was machen Sie? Laufen, Mountainbiken, Skifahren. Toll. Schön. Und Sie? Auch, ähnlich? Auch. Ähnlich. Also, ich liebe es, mich zu bewegen. Sieht man wahrscheinlich auch. Wir haben natürlich auch gesunde Berufe, das muss man natürlich auch sehen. Wir sind den ganzen Tag auf den Beinen, wir sitzen mal, wir stehen mal, wir gehen. Aber ohne Bewegung, das wäre für mich tödlich. Ja. Dr. Sola, welche schlimmen Fälle, das müsste man vielleicht auch noch mal, wenn man das jetzt nicht macht, das kann da rauskommen, also dann später mal der Entengang. Ein Kind kommt mit der Empfehlung, es muss die Skoliose operiert werden. Was heißt das und, genau? Eine Wirbelsäulenverkrümmung muss operiert werden und die erste einfache Untersuchung zeigt, dass es eine Beinlängendifferenz von 2 cm hat und das bisher im Alter von 14 Jahren noch nicht entdeckt wurde. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass das frühzeitig erkannt wird, dass da Einfluss genommen wird und dass man damit viel die Kinder vor Schaden bewahren kann. Wenn Sie jetzt so einen Check-up machen bei dem Kind, dann schauen Sie erst einmal den Körper an, dann lassen Sie ihn mal auch laufen, oder? Dann haben Sie natürlich in Ihrem Gym, sage ich mal, in Ihrem Medizin-Gym, da kann man ja auch genau sehen, wie ist der Gang des Kindes, das macht ja alles. Wir haben es auch die Möglichkeit, dass wir das also auch per Computer dann auswerten können, so eine Ganganalyse. Da sieht man schon auch einseitiges Gehen und Ausweich- und Schonhaltung. Das kann man auch rein technisch analysieren. Aber das Auge ist eigentlich das Wichtigste, man beobachtet bei der Bewegung des Kindes, eigentlich schon beim Aus- und Ankleiden, die Mängel sind. Ja, meine Herren, war eine spannende, kurzweilige Sendung. Vielen lieben Dank. Und hoffentlich eine, die sich die Eltern zu Herzen nehmen und wirklich vermehrt auf die Kinder achten. Ja. Liebe Zuschauer, also wie gesagt, sagen Sie Ihren Kindern,
mindestens zweimal in der Woche Handyfasten, weg vom Handy, weg vom Computer, Check-up ab 8 Jahre und dann kriegen die Kinder richtig Schwung und die Eltern auch. Und bitte nehmen Sie die Verantwortung wahr. Ja, das war's schon wieder hier aus dem Jägerwinkel, aus dem wunderschönen Check-up-Klinikum, kann man sagen. Ja, macht hier Spaß. Klein. Liebe Grüße vom Tegernsee. Wir sehen uns wieder im nächsten Medizintalk. Vielen Dank, meine Herren. Und noch einen schönen Abend.